So, hallo, hier ist nochmal Andreas Hähnl. Heute ist der 17.06.2017 Uhrzeit 10:56 Uhr. Alle Werte sind auf 0. Rekuperation maximal. Eco. Und die Batterie ist auf 100%. Okay, können wir los. So, gleich von Anfang an die technischen Daten. Wir haben heute eine Luftfeuchtigkeit von 54%, einen Luftdruck bei 1021 Hektopascal. Windstärke ist etwas mehr wie beim Hyundai-Test, da waren es 0 Meter pro Sekunde. Heute liegen wir bei 1,8 Meter pro Sekunde. Die Lufttemperatur im Moment sind wir bei 16 Grad. Die Klimaanlage haben wir ausgeschaltet und haben die Lüftung auf 1 gemacht. Und was bei dem Wagen schön ist, ich kann jetzt hier auf Low schalten. Das hat der Hyundai nicht. Beim Hyundai habe ich nur die Einstellung 15. Das heißt, er gibt mir dann noch 1 zu 1 die Umgebungsluft nach innen weiter. So, ihr wisst ja, das ist eine Verbrauchsfahrt extrem. Das beinhaltet, dass wir heute alles, was möglich ist, ausschöpfen. Wie gesagt, und dann auch dementsprechend eben die Reichweite zu erreichen. Der Wagen ist angegeben mit laut Werk 230 Kilometer Reichweite. Die Range-Taste, die ihr hier unten seht, die habe ich vorher aktiviert. Das heißt, die zusätzlichen 4,1 kW habe ich reinbekommen. Und wir liegen jetzt ungefähr bei 32 bis 33 kW. Okay, die Reifen, da haben wir 18 Zoll verbaut. Der Reifendruck liegt bei laut Werk 2,6 kW. Wir haben aber 0,2 mehr. Das machen wir eigentlich bei allen Elektroautos und liegen dann bei 2,8 bar. Der Test ist wieder ausgelegt für zwei Personen. Da habe ich ja beim ersten Video schon beschrieben, dass wir, weil viele eben die Tests alleine machen, da eventuell wieder die, wie das letzte Mal, 10 km/h dann aufrechnen werden. Ja, was kann ich noch sagen? Ich habe dann dementsprechend natürlich das Auto nochmal sauber gemacht, habe das Auto poliert. Ich habe da ein spezielles Poliermittel, das den CW-Wert reduziert. Das kann man mittlerweile kaufen, dass ich da wirklich alles auch ausschöpfen kann. Okay, also wie gesagt, dann werden wir mal dieselbe Teststrecke fahren wie das letzte Mal. Wir waren das letzte Mal auch wieder in Landshut. Natürlich vermute ich jetzt, dass der Wagen nicht die Reichweite hat wie der Hyundai. Der Hyundai ist ja angegeben mit 280 Kilometer. Der Elektro, wie gesagt, Mercedes B-Klasse, hat ja jetzt hier mit der zusätzlichen Reichweitenverlängerung nur 230 Kilometer. Also wie gesagt, es bleibt spannend, bleibt dran. Ich werde jetzt, wie gesagt, dann in der Mitte der Fahrt ein zweites Video setzen und am Schluss, wie gesagt, das kennt ihr ja schon vom ersten Video vom Hyundai, nochmal ein Schlussvideo, da auch nochmal alle Daten dann eben euch auch durchgeben. Und wie gesagt, es bleibt spannend. Bis später. So, da bin ich wieder. Ich habe etwas schneller nochmal ein Video drehen wollen. Ich wollte euch nochmal was ergänzen. Wir haben also die Rekuperation nicht auf Plus gestellt, sondern auf Minus. Wie gesagt, Minus beinhaltet dann eine höhere Rekuperation. Das wusste ich jetzt nicht genau, weil ich das eigentlich nicht benutze. Was ich auch noch vergessen habe, wir werden den Test heute wie beim Hyundai auch wieder im optimalen Bereich fahren. Der optimale Bereich ist ja, wie ihr wisst, 80 km/h. Ich erkläre euch kurz, warum 80 km/h die optimale Geschwindigkeit ist. Wenn ihr unter 80 fahrt, habt ihr einen höheren Rollwiderstand und habt aber einen geringeren Luftwiderstand. Andersrum verhält es sich, wenn ihr schneller wie 80 fahrt, dann habt ihr einen geringeren Rollwiderstand, aber habt natürlich einen höheren Luftdruck, nicht Luftdruck, sondern Luftwiderstand, der dann eben das Auto dann auch vermindern würde.
von der Geschwindigkeit. Und dementsprechend haben wir, ich habe mich da auch nochmal vergewissert, wie gesagt, dass diese Angabe auch korrekt ist. Also wie gesagt, wenn ihr Energie sparen fahren wollt, dann fahrt 80 km/h. Das ist, wie gesagt, der beste Wert, wo ihr das Auto am effizientesten fahren könnt. Okay, dann bis später. So, die Hälfte der Strecke haben wir erreicht ungefähr. Wir haben jetzt einen Ladezustand der Batterie von 55%, die wir noch zur Verfügung haben. Wir haben jetzt eine gefahrene Strecke von 112 Kilometer, haben eine Fahrzeit von 1 Stunde und 50 Minuten, haben einen Durchschnitt von 15,2 und haben eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 61 Kilometer. Oben links seht ihr dann die geschätzte Noch-Reichweite. Da sind wir bei 96 Kilometer. So, wir haben also heute etwas mehr Wind, was natürlich für die B-Klasse nachteilig ist. Die B-Klasse hat nur einen Widerstandswert, also CW-Wert von 0,28. Der Hyundai war dann natürlich Weltmeister, der hat 0,24. Die B-Klasse ist höher und dadurch sind wahrscheinlich die erreichten 230 Kilometer heute nicht möglich. Müssen wir mal sehen, wie die Fahrt weitergeht. Wie gesagt, wir haben jetzt umgedreht und fahren dieselbe Strecke wieder zurück. Und dann sehen wir uns später noch für das Schlussvideo. Bis gleich. Tschüss. So, unser Schlussbericht für die B-Klasse Elektro Reichweitentest Extrem. Das Wetter hat leider etwas umgeschlagen, das heißt, der Wind hat sich fast verdoppelt. Wir fahren jetzt eine Ladesäule an in Palmgries, das haben wir einkalkuliert im Notfall, wenn wir es eben nicht schaffen. Wir haben jetzt hier noch einen Energieladezustand von der Batterie von 17%. Es hätte vielleicht gelangt, wir haben noch nach Hause 30 Kilometer, aber wir wollen es einfach nicht riskieren. Jetzt schauen wir mal, ob hier eine Ladesäule ist. Jetzt haben wir natürlich Pech, weil die B-Klasse. Ne, das ist ein i3, der steckt. Dann kann ich nur die Schüko nehmen. So. Steigen wir mal aus. Kannst du alleine rumfahren? Oder? Ja. Kannst du alleine? Okay. So, dann fahren wir mal rückwärts ran. Sehen wir die Werte heute. Wir haben jetzt 184 Kilometer gefahren, haben einen Durchschnitt von 15,5, Fahrtzeit 2 Stunden 56, Durchschnittsgeschwindigkeit 62, wir haben jetzt 13.48 Uhr, hätten noch 24 Kilometer verbleibend, dann würden wir auf 208 Kilometer kommen, statt den versprochenen 230. Der Batteriezustand haben wir jetzt noch 17%. Und jetzt werden wir mal laden an der Schüko. Steht schon ein schöner i3. Öffnen tut ihr ganz einfach hier aufklappen. Dann brauche ich mein Schüko-Kabel. Nehmen wir mal das Kabel bitte raus. So, nochmal einmal hier am Gerät. Genau, mein Kabel.
So, und dann hier in der Ladezelle. Gut, hat geschnappt. Laden du da? Leider haben wir jetzt nur eine Möglichkeit, um Typ 2 anzustecken, aber das ist jetzt egal, wir brauchen bloß noch eine Viertel, halbe Stunde laden, weil wir bis nach Hause 20 bis 30 Minuten haben, also kein Problem. So, dann machen wir noch ein Zwischenfazit. Also die versprochenen 230 Kilometer haben wir nicht geschafft. Wir hatten heute sehr starken Wind. Leider konnten wir diesen angegebenen Wert dadurch nicht erreichen. Vergleich zum Hyundai kann ich nur sagen, wenn Mercedes bitte nochmal ein Auto baut, baut das Auto hocheffizient. Das heißt, ihr müsst im Windkanal und müsst euch an den Hyundai anpassen. Der Hyundai ist einfach im Moment vom Windkanal her unschlagbar. Also da muss Mercedes nacharbeiten. Und ansonsten bin ich nicht enttäuscht von der Reichweite, aber ich hätte halt gerne die 230 Kilometer geschafft. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ja, jetzt kommen schon die ersten Personen und wollen Auskunft. Also das erleben wir halt immer wieder, dass Leute dann, wenn wir an der Ladesäule stehen, dann auch eben Auskünfte möchten. Das machen wir aber auch gerne, wie gesagt. Und gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat der Bericht ein bisschen weitergeholfen. Wie gesagt, wir laden jetzt hier noch in Beingries ungefähr 20 Minuten und fahren dann nach Hause und würde mich dann verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss!